Orientierungslauf ist eine typische Sommersportart. Stattfindet tut es im Wald. Der Orientierungslauf, auch UL genannt, ist ein richtiger Boom. Er boomt so sehr, dass man auf andere Jahreszeiten und andere Wettkampfsorte ausweicht. Ein Bericht von Nicole Dettwiler. Zum ersten Mal hat die ULG Ballstall-Goi den Oldner Stadt-UL durchgeführt. Weil noch keine Karte vorhanden war, haben die Organisatoren zuerst eine Karte erstellen. Da steckt eine sehr grosse Arbeit dahinter, wie der Laufleiter Hüg Hagmann erklärt. Ja, das ist ein sehr grosser Aufwand, so eine Karte zu machen. Also der Kartenaufnehmer hat rund 350 Stunden investiert. Er hatte eine Vorlage gehabt, aber er ist eigentlich in der ganzen Stadt rum und hat alles das noch nachkorrigiert. Und auch Sachen, Häuser, die gebaut werden, hat er jetzt schon draufgenommen. Die sind also schon getroffen. Und der Aufwand für so eine Karte ist sehr gross. Oder? Ein Aufwand, der sich aber auch gelohnt hat. Immerhin hat man unter den Teilnehmenden auch die mehrfache Weltmeisterin Simon Nikli Luder begrüßen. Danke vielmals. Das ist natürlich für uns eine grosse Ehre. Ich denke, sie hat einen sehr gedrängten Plan, Trainingsplan und Wettkampfplan. Und da können wir uns geehrt fühlen, dass sie hier auf Alten gekommen ist. Ja. Auch für die erfahrene Simon Nikli ist ein UL mit einer neuen Karte eine besondere Herausforderung. Ja, es ist immer wieder spannend, wenn man einen Ort ist, kann laufen kann, wo man noch nie war. Und ich kenne eben Olten auch nicht gross, gerade um den Bahnhof herum. Und so ist es auf eine schnelle Art zu entdecken. Dass ein UL auch in der Stadt kann durchgeführt werden kann, weiss man seit der Weltmeisterschaft in Rapperswil. Trotzdem ist ein Stadt-UL noch nicht so bekannt. Ja, also, wir machen es eigentlich schon meistens im Wald, aber jetzt mit diesen Sprintläufen kommt es auch immer mehr in die Städte. Und ich finde das wirklich eine spannende Abwechslung. Es ist eine andere Anforderung, die es braucht. Eben sehr schnell jetzt rechts oder links da von diesem Haus durchwollen. Und ich finde es sehr gut, die Alternative zum OL im Wald, aber das möchte ich sicher auch nicht missen. Eher ungewandt ist für die Orientierungsläufer auch die Jahreszeit. Normal wärmere Temperaturen. Es war wirklich sehr kalt und ich habe mir lange überlegt, ob ich die Kappe so anbehalten oder nicht. Und da muss man sich natürlich schon sehr gut aufwärmen und dann auch sehr schnell wieder etwas anlegen. Und für mich ist es eine gute Abwechslung im Wintertraining und das macht Spass. Eine neue Karte, ein UL auf ungewohntem Terrain und kalte Witterung. Trotz dieser Unsicherheitsfaktoren zieht ZOK eine positive Bilanz. Ich denke, sehr erfolgreich war das. Wir hatten rund 600 Läufer und auch die Sportlerin vom Jahr. Und es ist wirklich vom 10-jährigen Kind bis zum 70-jährigen ist wirklich auch ein echter breiter Sportanlass. Apropos breiter Sport, in einer offenen Kategorie haben auch Zweierteams starten. Gerade für Kinder ist das ein guter Einstieg. Mein Bruder hat fast nur Zahlen gelesen, also wo nur Pastennummern, und ich habe Karten gelesen und hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und Spitzathleten aus der nationalen Elite am gleichen Anlass. Bei den Orientierungsläufern ist das kein Problem. Also ich denke, es ist immer schön, wenn auch die Elitenläufer von der Schweiz dabei sind, eben am Regional. Und ich finde es immer sehr schön, dass auch vom 12-Jährigen über die Elitenläufer bis zum 80-Jährigen eigentlich am gleichen Anlass teilnehmen und zusammen in der Garderobe sind. Das gibt doch auch eine Nähe, man kann zusammen reden und so. Und also ich denke, es macht ihnen Spass, aber mir macht es auch Spass. Es ist schon fast Tradition, dass wir einmal im Jahr Szenen zeigen, die im Verlauf des Jahres keinen Platz im Programm gefunden haben. Vielleicht freut ihr euch schon drauf auf diese Szenen und unsere Moderatorinnen und Moderatoren zittern schon vor dem, was der Marc Lüscher im Archiv gefunden hat. Viel Spass! Von den Weltmeisterschaften zurück an die Schweizer. Also ich reisse mich zusammen. Von den Weltmeisterschaften zurück in die Schweiz an die Kantonalmeisterschaften. Und falls ihr es nicht in die Schachenhalle arbeitet, geht doch mal auf unsere Homepage. Ja. Es
Es wäre nicht so schwierig. Ich schaffe es schon noch heute. Sicher kennt ihr die Sportart Kunstturnen. Ähnlich, aber eben doch nicht ganz gleich, ist das Geräteturnen. Und in dieser Sportart treffen sich nächste Woche. Ja, scheiße. Okay. Danke für Ihr Interesse. Einen schönen Abend. Wer hat den dummen Satz erfunden? Hallo? Wow! Was schaust du mich so blöd an? Hier, ja, das steht da! Gring, willst du nachlesen? Bei diesem Wechselbad von den Gefühlen bringen alle... Ich weiß nicht. Bei dem Wechselbad von den Gefühlen tragen alle. Das wird etwas für die Jahresende. Ja, machen wir es zusammen, okay. Machen wir mal, ist gut. Im Wechselbad von den Gefühlen da. Bei dem Wechselbad von den Gefühlen hat ihre Fans ihre Patron. Machen wir nochmal. Okay, locker. Fast es. Ist das grusig. Sie räuber Häuptling Baumann. Jo. Eben. Geht doch! Zum Glück geht es ein Jahr bis zum nächsten Zusammenschnitt. Wir gehen einen Schritt weiter. Wenn ihr einen Beitrag noch einmal anschaut, habt ihr ein Feedback oder wenn ihr uns neue Anregungen geben, dann geht auf goldtv.ch. Wir kommen unterdessen zu den News.